So, liebe Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Thief the Dark Project, die Gold Edition. Das letzte Mal haben wir uns jetzt hier durch diese bis zu dieser Bibliothek vorgekämpft und oder vorgeschlichen und haben jetzt hier diesen prunkvollen Gang gefunden mit dieser wunderschönen Musik. Und ich ahne, wir kommen dem Talisman zumindest näher, weil sich ja doch das Setting ein wenig verändert jetzt so nach und nach und die Musik jetzt hier auch was geheimnisvoller wird, und das sieht mir alles ganz gut nach einer Lagerstätte für einen Talisman aus. Finde ich. Ich kann mich natürlich auch verdammt irren. Ach, Teppich, schön. Ja, den Loot, den haben wir auch noch nicht so wirklich erreicht. Wer ist er denn? Okay. Er guckt der Vorführung zu, die nicht läuft. Geh schlafen. Jetzt guck ich nämlich der Vorführung zu. Okay, die Wache da hinten verübt vielleicht doch nicht, wie ich im letzten Part gesagt habe, sondern sie macht komische Bewegung. Ja. Die ist einfach in Alarmbereitschaft. Warum weiß auch kein Schwein? So. Wo ist jetzt die Wache hier? Das war schon fast dreist. Aber es ging nochmal gut. Der war ein bisschen nicht so schlau. Ein bisschen nicht so schlau. Oh Gott. Oh Gott. Das sind ja auch schon wieder zwei Wachen. Ach Mann. Wie ich es hasse. So viele Moospfeile. Alles für einen guten Zweck. Mal schauen. Wie kriege ich jetzt die Beine? Jetzt schaut er da hin. Jetzt haben sie sich gut weggedreht. Okay. Jetzt. Puh, das war knapp. Jetzt dreht er sich wieder zu mir. Jetzt warten wir noch, bis er sich wieder wegdreht, und dann holen wir ihn uns. Dann passt das. Dass er sich auch nicht wundert, wo sein zweiter Kollege ist. Oh, der ist bestimmt gerade mal pinkeln gegangen oder so, oder holt sich ein Bierchen oder was weiß ich. Aber er sagt noch nicht Bescheid, dass er weg ist. Er ist einfach weg. Also man dreht sich um und in dem Moment, in dem man sich wieder umdreht, ist er einfach weg. Warum auch nicht? Das sind auch Fliesen. Und da hinten habe ich noch eine Wache gesehen. Die jetzt aber zum Glück gerade nicht hier ist. Allerdings ist es nur eine Frage der Zeit, bis er noch wieder auftaucht. Da ist er nämlich. Ungünstige Stelle. Könnte aber was werden. Könnte was werden. Ja, doch, das wird was. Der geht zu nah an der Wand. Ist ein bisschen verbuggt. Aber es soll nicht mein Problem sein. Zack. Und zack. Ich höre noch eine Wache. Wo ist die? Da hinten. Das war ein bisschen sehr dreist. Man geht um die Ecke und bemerkt gar nicht, dass da Wachen sind. Aber ich glaube, das ist der perfekte Moment für die Gasmine. Ich glaube nicht. Ne, das sind ja zwei Wachen, ne? Aber ich wüsste jedenfalls nicht, wie ich die sonst anders da wegkriege. Also machen wir es so. Ja, geht der andere da auch noch hin? Das wäre perfekt. Was soll denn das? Naja. Ihn hat's erwischt. Ah, also ihr seht, Mine, Gasmine funktioniert halt genauso wie eine herkömmliche Mine auch. Aber wie kriege ich jetzt
den. Zumindest nichts mehr, um ihn zu erledigen. Das ist elektrisches Licht, das ist blöd. Ach hey. Jetzt kommt er auch noch hier lang. Das war ungeplant. Aber so ist das eben im Leben eines Meisterdiebes. Ne? Oh! Wie soll ich denn an die rankommen? Finde ich ja schon ein bisschen blöde jetzt. Was mache ich denn da? Ich probiere es. Nee. Och Mann. Jetzt hätte ich echt die die Blitzbomben gebrauchen können. Hätte ich sie doch nur nicht verschwendet. Ah, ich versuch's nochmal mit der Mine. Irgendwie muss das ja gehen. Wo ist er jetzt? Er kommt nicht. Ich meine, die gehen ja beide da schön in die Ecke. Aber es trifft leider nicht beide. Ja, es trifft im Endeffekt leider nur einen. Ich hab einen Gaspfeil. Ich hab einen Gaspfeil, perfekt. So. Ich will in diese Tür rein. Es ist mir jetzt egal, was dahinter ist. Ich will in diese Tür rein. Wenn da jetzt nur Müll dahinter ist. Was hier wenigstens der Schlüssel? Auch nicht. Ach, der, ich hätte mich jetzt so kaputt gelacht, wenn kein Dietrich gepasst hätte und ich das erstmal alles umsonst gemacht habe, weil ich den Schlüssel dazu noch nicht habe. Aber okay, der Dietrich passt. Ich wette, man kommt hier auch irgendwie anders rein. Ich habe es jetzt auf den dreisten Weg gemacht. Ach, da ist er wieder. Oh, lass ihn laufen. Schön hell. Oh, warum guckt der denn in die Richtung? Warum guckt der in die Richtung und nicht wie der andere weg? Aber seht ihr es da hinten so schön blubbern? Ich glaube, das ist nämlich genau das, wonach wir suchen. Dreht er sich um? Der tut es jedenfalls nicht. Der auch nicht. Jetzt geht das schon wieder los. Ja. Klasse. Seilpfeile haben wir, aber keine Lärmpfeile. Ach, Mann. Was passiert denn, wenn ich den mit einem Wasserpfeil anschieße? Interessiert ihn gar nicht. Wenn ich ihn mit einem Breitkopfpfeil anschießen würde, würde ihn das schon interessieren. Könnte ich mich irgendwie an dem... an den Rand schleichen? Ah, das hat sogar funktioniert. Die Frage ist nur, ob das jetzt was wird. Wird natürlich nichts. Das wird natürlich nichts. Wer hätte damit denn auch rechnen können, dass das was wird? Jetzt habe ich ein bisschen Mist gebaut hier. Ja. Auch das wird so nichts. Ist einfach zu hell. Was habe ich jetzt hier nur angestellt? Was? Just surrender. Okay, machen wir es anders. Wir machen es jetzt ganz anders. Wir machen einfach mal einen auf wegziehen. Ich weiß, hier ist noch irgendwo eine Wache. Da. Die holen wir uns gleich mit unterwegs. Perfekt. Perfekt, 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 perfekt. Noch beide hinter mir? Ja. Immer schön hinterherkommen, immer schön hinterherkommen. Folgt mir. Ihr macht das super. Ihr macht das ganz, ganz super.
Ja. Ich glaube, die verfolgen mich ewig. Ich glaube echt, die verfolgen mich ewig. Du. Gleich noch was zum Lesen. Okay. Okay. Jetzt könnte das der Zeitpunkt sein, an dem wir sie schön abgehängt haben. Ich hoffe es. Nein, komme ich nicht. Wenn dem so wäre, wäre das perfekt. Allerdings, so wie ich die Stadtwachen kenne, erahnt er gleich schon, dass ich hier irgendwo in der Ecke sitze. Nein! Das hat ja perfekt geklappt. Was? Wie hat er denn... Es hätte doch alles so einfach sein können. Ach, ich lasse den da jetzt stehen. Dreht sich ja eh nicht um. Aha. Alright, where are you? Was willst du denn jetzt von mir? Woher weißt du das? Woher? Woher? Ärger mit Wachen, ehrlich. Woher weißt du zum Teufel nochmal, dass ich da war? Ehrlich. Das ist Müll, das ist Müll. Müll, wie kriege ich denn das jetzt auf? Ist irgendwo ein Hebel? Nee. Gehst du auf? Da ist er. Da ist der Talisman des Wassers. Womit wir den auch hätten. Allerdings haben wir den Loot noch nicht. Und wir haben natürlich diese seltsame silberne Flöte noch nicht. Das ist aber nicht schlimm, weil das kriegen wir auch noch alles zusammen. Das schaffen wir allerdings nicht mehr in diesem Part. Aber was ich in diesem Part nochmal machen will, ich will jetzt endlich diese Wache haben. Ups. Ja. So. Punkt aus Ende. Wo ist die zweite? Schlecht, wenn die nicht da ist. Ganz schlecht. So. Wie kriege ich dich jetzt auf? Gar nicht. Wahrscheinlich. Nicht von hier. Ha. Okay. Gut. Ich habe hier hinten noch einen Weg gesehen. Wo ist die andere Wache hin? Ach, die werden wir schon finden. Hier bin ich genau hier. Ah, hier geht's auch nochmal in so ein... Das ist perfekt. Sowas habe ich gesucht. Hier kommen wir nämlich auch nochmal in so einen Saal. Das sieht mir ganz danach aus, als wäre es... Nö. Aber es sieht nach was Besonderem aus. Ja, das sind halt so eine altertümlichen Ferngläser. Sind das. Ich denke mal, man kennt das. Aber in irgendeinem diesen... Da unten musste ich, glaube ich, hin. Die sieht mir so aus, als hätte sie irgendwas. Jedenfalls müssen wir die anderen... Plätze... Zuschauerplätze auch noch abgrasen und gucken, was da ist. Aber das machen wir erst im nächsten Part. In diesem Part haben wir jetzt endlich... das Objekt der Begierde. Nämlich den Wassertalisman. Da ist er, das gute Stück. Den kann ich nicht mehr in die Mitte rücken. Bei den anderen konnte ich das so schön, bei dem geht das nicht. Na gut. Tut mir leid, kann ich euch nicht in der Mitte zeigen. Müsst ihr jetzt mit leben. Aber wir suchen im nächsten Part weiter. Nach dem restlichen Zeugs, was wir hier noch brauchen, nachdem wir jetzt so viel Ärger mit dem Wachen haben, kann ja eigentlich nichts Schlimmes mehr passieren. Und in diesem Sinne und bis dahin, euer Mr. Mauli.